Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Jetzt nicht mehr im Livestream. Ich bin wieder zurück. Ich sehe mittlerweile auch komplett anders aus. Ich werde auch gleich erklären. Wir haben ein komplettes Outfit mittlerweile in Schwarz an. Das ist Teil das, was wir gekauft hatten, noch im Livestream. Und ein Teil, den ich mir noch dazu gekauft habe, wo ich Vanni wieder abgeholt habe am Ende. Denn wir sind ja im letzten Livestream zweimal gestorben tatsächlich, weil wir den Booger gemacht haben. Booger ist momentan zumindest mit den Settings, wie ich es habe. Es ist spielbar, klar, alles ist spielbar, aber es ist extremst schwer. Es soll zwar wirklich sehr hardcore sein, der Server, aber es soll zumindest im Bereich des Machbaren sein. Und ich nehme es mir mal so weit raus, ich hätte das Ganze geschafft, wären die Puppets nicht in diese scheiß Tür unten reingeglitscht. Und, ja. Keine Ahnung, wie viele da waren, es waren auf jeden Fall viele. Aber, ja, ich glaube, ohne die Glitches, ohne den Respawn wäre aber ohne Probleme rausgekommen. Problem war tatsächlich der Respawn. Ich werde da ein bisschen was einstellen demnächst. So, hier spawnt gerade alles rein. Ich habe mir ein neues Outfit zusammengestellt. Wir werden das gleich im Nachhinein alles durchgehen. Ich habe mit euch ein bisschen was vor, denn wir brauchen Metall. Unter anderem, hier oben ist alles mit Metall geupgradet. Das hatten wir ja teilweise schon im Livestream auch dementsprechend gemacht. Unten zumindest hier oben auch alles geupgradet mit Metall. Wir brauchen unbedingt einen neuen Kühlschrank. Ich würde gerne weitere Garagen looten und Schraubendreher. Und ja, ich habe das ganze Zeug, was wir hatten, einsortiert. Ihr habt ja alles gesehen. Sonst gelootet habe ich nichts weiter. Ich habe die Fahrzeuge nochmal repariert. Übrigens, es hat tatsächlich nicht mehr funktioniert, dass die... Na, das sollst du nicht machen. Du sollst Unkraut jäten. Es hat tatsächlich nicht funktioniert, dass wir hier das Unkraut entfernt bekommen. Also der Bug scheint tatsächlich rausgenommen worden zu sein, dass das Unkraut jetzt immer wieder nachspawnt. Zumindest ist es bei mir so. Mir wurde allerdings auch schon berichtet, dass es bei dem einen oder anderen funktioniert. Gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Unkraut auf die Art und Weise wegbekommt. Eben, wie gesagt, einmal in einer Season zweimal das Unkraut wegmachen, das hat früher geholfen. Mittlerweile scheint es wohl nicht mehr zu funktionieren. Ich habe es mittlerweile zweimal sogar schon probiert und es hat nicht funktioniert. Ich würde es mal probieren, ich habe es allerdings immer mit der Hake probiert, vielleicht mit der Hand mal probieren, also nur mit der Hand das Unkraut wegzumachen, ohne die Hake. Vielleicht hilft das mehr, man weiß es nicht. Wir werden hier einmal die 6 Felder, die wir haben, oder? Ja, nee, 8 Felder, die wir haben, werden wir einmal das Unkraut entfernen. Für alle anderen lassen wir das Unkraut erstmal stehen. Ist ganz okay. Ich glaube übrigens, das weiß ich allerdings nicht hundertprozentig, auch das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, ob die Mauer mir das Sonnenlicht hier wegnimmt. Wäre interessant zu wissen. Apropos Sonnenlicht. Wir brauchen mehr Sonnenlicht. Wäre interessant zu wissen auf jeden Fall, ob mir hier die Mauer das Sonnenlicht wegnimmt, weil das jetzt natürlich im Schatten ist. Aber ich glaube, das hat keinen Einfluss drauf. Ich habe schon mal drüber geguckt. Das müsste soweit passen. Zusätzlich eine weitere Mauer ist hier hinten eingezogen. Also wir sind jetzt hier hinten abgeschlossen mit der Mauer. Hier wird da noch drum gezogen. Das werden wir allerdings gemeinsam machen. Und genau dafür, unter anderem, um eben die Mauern upgraden zu können. Ich zeige das mal ganz kurz. Mit dem Stacheldraht brauchen wir Metall. Und zwar 10-mal Metall. Stacheldraht, Bolzen, unter anderem, oder Nägel. Dazu ein Repair-Set und ein bisschen Sticks und so weiter. Das ist aber kein Problem. Wir werden einmal Richtung Schrottplatz fahren. Da jetzt allerdings ein Server-Restart war, habe ich die Hoffnung, dass wir... Achso, ich habe übrigens, wieso habe ich wieder 153 Punkte? Ich habe massiv viel Munition hergestellt. Man sieht es hier, ich habe unter anderem bin ich pleite oder fast pleite. Wir hatten 13.000, ich bin jetzt knapp 10.000, habe ich nochmal rausgehauen. Für die Ausrüstung, wir haben jetzt einen schwarzen Wanderrucksack noch, einen militärischen Köcher in schwarz, eine Brille, die hatte ich sogar noch. Alles in schwarz, einmal eine komplette schwarze Kleidung mit Unterwäsche, allen drum und dran. Die können wir bei Bedarf natürlich ausziehen, wenn es zu warm wird, gerade tagsüber natürlich. Und das ist aber jetzt einmal ein komplettes schwarzes Ensemble. Sieht ganz cool aus. Sowas werden wir auch in einem Flecktarn herstellen, in Schneetarn und so weiter und so fort. Zurück zur Munition. Und wieso habe ich wieder 153 Kugeln? Für jeden 10. Munitionscraft, also stellst immer 5 Kugeln her, für jede 10. kriegst du grob einen Rumpunkt. Und ich habe massiv viel Munition hergestellt. Ist die hier drin? Ne, die ist hier drin. Und zwar, ja... Ich habe alles rausgehauen, was wir als Munition hatten, beziehungsweise das hier ist noch neu vom Händler. Aber alles, was wir als Munition hatten, haben wir dementsprechend hergestellt. Das heißt, ganz viel 308er für die Scar bereits. Ich habe noch keine Scar, aber wir haben vorgesorgt. Dann natürlich für unsere MK18 ganz viel Munition hergestellt. Und ja, das hat zur Folge gehabt, dass wir zwar noch relativ viel Schießpulver haben, aber mein... Sag mal so... Mein Schießpulver-Rucksack ist recht leer, wie man sieht. Also Bleiplatten alle weg. Metallschrott besitzen wir so gut wie auch nichts mehr. Und ja, Toolboxen haben auch ein bisschen arg gelitten. Das heißt, wir müssen unbedingt Metallschrott herstellen, damit wir weiter Munition herstellen können. Aber tatsächlich alles andere haben wir hier durchgehauen an Munition. Dafür wieder 153 Ruhmpunkte. Also mit Munitionherstellung kriegst du wirklich noch relativ vernünftig gut Ruhmpunkte zusammen.
Wenn ich es jetzt übertreiben würde, wenn wir den Rest noch herstellen, sind wir bei 170 grob wahrscheinlich. Wenn wir jetzt die restlichen Bleiblatt noch herstellen. Dafür natürlich massiv viel Kohle verloren. Ich bin ausgerüstet mit der MK18, natürlich Magazine. Dazu haben wir noch die Block und natürlich einen Bogen. Ein paar Pfeile haben wir noch. Der Bogen ist gesilenced mittlerweile auch. Ob es jetzt wirklich hilft oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin vorher eigentlich auch ganz gut klargekommen. Wir werden jetzt einmal unseren Rager nehmen und werden einmal durch das Dörfchen. Denn, es, wie gesagt, es müsste ein Server-Restart sein. Ich nehme diesmal sehr früh am Morgen auf das Ganze. Und gucken wir mal, wann ich die Garage mit... Also wir werden hier mal kurz die Garagen mitnehmen. Danach geht es Richtung Schrottplatz. Werden noch den Schrottplatz mitnehmen. Ich versuche mal ein kleines bisschen zu beeilen. Ja, wir sind ja im... wir sind ja im letzten Livestream, wie gesagt, halt zweimal gestorben aufgrund des Bunkers. Ich werde Ihnen noch ein bisschen was einstellen. Oh, nett. Mal ein Tausender, ist schön. Armierungsschneiderchen. Und ja, da werden wir noch ein bisschen was einstellen. Ich werde das Ganze vielleicht im Einzelspieler testen, weil ich habe halt natürlich das Problem, wenn ich das jetzt hier teste im normalen Server, dass ich, wenn ich sterbe, und ich werde wahrscheinlich sterben beim Testen, weil ich eben nicht weiß, wie sich das Server verhält, werden wir massiv viele Ruhmpunkte sonst verlieren. Deswegen werde ich das Ganze wohl im Einzelspielermodus testen. Werde euch aber natürlich über sämtliche Schritte informieren. Radio schon wieder. Money's Phobie. Opferradius. Ich werde euch natürlich aber darüber informieren. Das ist ja kein Puppet. Was genau wie passiert ist. Oder wie ich es dann eingestellt habe am Ende. Und was meine Erkenntnisse sind in den einzelnen Einstellungen. Ideal wäre der Bunker, er bleibt wie er ist. Mit... Okay, wir nehmen mal auch mal Bolzen mit. Wobei, ich habe noch... Bolzen und Nägel haben wir tatsächlich noch einige. Die Wände haben gar nicht so viel Nägel gefressen. Die fressen mehr Planken und alles andere. Aber wir können es mal mitnehmen. Und, ja, ich werde euch auf jeden Fall informieren, wie ich das Ganze eingestellt habe. Ich stelle es so ein, dass wir den Bunker so lassen, eigentlich wie er ist. Aber der Respawn soll verzögert sein. Also Respawn maximal eine halbe Stunde, wenn man im Bunker drin ist, dass dann erst der erste Respawn kommt. Ich weiß allerdings nicht, ob es sich momentan mit dem Spawn so einstellen lässt. Das muss ich rausfinden, ob das geht. Denn im Moment sind ja die Spawns eher sehr, sehr wild, die wir haben. Vor allem halt um einen Spieler rum. Müssen wir mal gucken, wie das sich das Ganze, oh nett, bewerkstelligen lässt. Aber wir probieren es natürlich. Die sind mittlerweile auch runtergespoilt. Die lohnen sich nicht mehr. Aber die wurden hier jedes Mal rausgezogen. Oh, ein Rager-Rad. Oder? Ja. Das können wir allerdings mitnehmen. Als Ersatz zumindest für unseren Rager. Wobei die Räder, ich habe alles hochrepariert. Da dürfte in nächster Zeit zumindest nicht allzu viel passieren. Da waren wir gerade dran. Noch eine Kochplatte, okay. Jetzt verstehe ich, was Wanni gemeint hatte. Den ganzen Kochplatten. Cool wäre natürlich nur Rager-Teile, wenn wir finden würden. Den selbstgebauten Flammenwerfer müssen wir auch testen. Aber wie gesagt, wir haben ja Zeit. Momentan steht tatsächlich so ein bisschen auf meiner Prio-Liste, erstmal die Base fertig zu kriegen. Vor allem die Wände oder die Mauern fertig zu kriegen. Die ist auch abzugraden, damit die Basis einfach mal recht geil aussieht. Das soll ja auch was hermachen. Ich meine, ich wohne da drin. Das Häuschen soll ja auch hübsch sein, oder? Und deswegen steht das jetzt erstmal auf der Prioritätsliste. Mal abgesehen davon, Metallschrott für die Munitionsherstellung, den Metallschrott natürlich. Die Wände müssen noch auf Metall geupgradet werden. Metallschrott brauchst du für alles Mögliche, deswegen ist es nie verkehrt, Metallschrott zu sammeln. Ah, hier stehen die Gitterroste. Yes, noch ein Schraubendreher. Wunderschön. Mittlerweile, ich loot die Dinger hier recht gerne unter den Wohnhäusern. Hier sind es relativ, also ich habe hier schon sehr viele Schraubendreher rausgezogen mittlerweile. Relativ häufig. Viele Schraubendreher. Bin ganz happy damit. So, die Garage haben wir noch. Vor allem, das Schöne ist, durch den Respawn, ich komme halt jetzt mal dazu, hier die Garage zu looten, die normalerweise dauergelootet sind. Das ist ganz nett. So. Eine Leica-Tür rechts hätten wir hier. Ja, wir werden uns noch wahrscheinlich verfluchen, weil mir die Tür fehlen würde am Ende. Aber. Ja, wir müssen es jetzt nicht übertreiben. Damit. Ein Hackebeil, nett. Okay, ich lasse es mal auf dem Slot. Ich hoffe, ich denke dran. Ein Schottenrock, den können wir verkaufen. Der ist wenigstens ein bisschen was wert. Oh, Motorrad ist auch viel wert. Vor allem in Schwarz. Ah, ein Jeans auch gut. Es lohnt sich tatsächlich. Also wir werden auch mal wieder, demnächst ist mein Plan. Wir machen sonst eigentlich, im Grunde ist es ein Grind-Spiel. Im Grunde würde es sich am meisten lohnen. Moment, wir fahren mal. Ich fahre mal mit euch. Ich gehe mal ganz kurz in die Pause. Ich fahre mal mit euch schon zum Schrottplatz, dass wir mal Schrottplatz gleich noch mitnehmen können. Da sehen wir uns gleich wieder, sonst wird die Folge zu lang. Und dann führe ich weiter aus, was wir demnächst machen werden in diesem Let's Play. Denn theoretisch, wenn du immer wieder das Gleiche machst, fährst du eigentlich tatsächlich am besten in dem Spiel. Aber ist für euch langweilig, ist für mich langweilig.
Ich habe Pläne und wir haben noch sehr viel vor, aber dazu gleich. So, willkommen zurück. Der ein oder andere aufmerksame Zuschauer hat es wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben. Das Hackebeil und den Bogen wieder. Natürlich, das Hackebeil war wieder da. Ich habe den Bogen aber wieder eingesammelt. Keine Panik, alles beim Alten. Wir sind jetzt einmal bei der Ziegelfabrik gerade. Hier müssen wir theoretisch auch Ziegel mitnehmen, aber das machen wir, wenn es soweit ist. Ich möchte euch jetzt nicht zu sehr mit Materialschlacht quälen. Aber es gehört auch ein bisschen zum Let's Play eben dazu. Wir können ja aber schon mal ein bisschen Metallschrott mitnehmen. Das ist nicht verkehrt. Bolzen. Ah, wir schwitzen. Wir müssen auf jeden Fall... Das erste, was wir uns entledigen werden, ist eben sowas wie Schal. Das hier, BH, Unterhose. Was haben wir noch? Die taktische Armeehose. Was Zeug drin? Die Wasserflasche braucht man nicht. Die taktische Armeehose. Alles, was sehr, sehr warm gibt, natürlich erstmal. Danach natürlich noch die taktische Jacke. Ist die leer? Die ist leer. Die können wir auch noch ausziehen. Und damit sind wir dann erstmal soweit ready. Ich habe ein bisschen Panik, aber wir werden wahrscheinlich noch Puppets sehen. Ich habe jetzt hier auch nach wie vor keine Puppets bis jetzt gesehen. Nicht, dass mit dem Server irgendwas nicht stimmt, aber die werden wahrscheinlich eh gleich auftauchen, könnte ich mir vorstellen. So, Metallschrott, Metallschrott, haben wir schon mal ein bisschen was? Wir werden jetzt hier nur ein kleines bisschen looten. Nur den lohnenswerten Loot. Aber danach geht es Richtung des Schrottplatzes, weil wir brauchen halt dringend den Loot da. Hier ist eigentlich nur, vielleicht liegt hier ein gelber Schraubendreher zufälligerweise rum. Ein bisschen militärischer Loot liegt hier natürlich rum. Und so weiter und so fort. Lustigerweise wirklich keine Puppets besetzt. Nicht einen Puppet gesehen. Selbst in der Stadt nicht. Seltsam ist es. Oh, Spinat. Aber wir werden das Ganze im Auge behalten. Hier natürlich auch wieder ein Helm, den wir verkaufen können. Deswegen, es lohnt sich halt auch wieder mal hier reinzuschauen. Damit wir ein bisschen Verkaufszeug haben. Oh, ich höre was. Ah, da sind sie. Da sind sie alle. So, Messerchen. Meine Messer nehmen wir immer mit. Sehr schön. Helme finde ich hier relativ häufig. Was ich hier nicht finde, sind tatsächlich Westen leider. Aber Helme finden wir ja recht häufig. Das sind immer mal 2000, die wir mitgenommen haben hier. Natürlich hier auch bei den ganzen Autos Metallschrott und so weiter und so fort. Die Kisten hier sind noch ganz interessant, die wir haben. Den Metallschrott, wir werden den meisten Metallschrott natürlich jetzt dann beim Schrottplatz finden oder sehr easy finden. Darum geht es ja auch. Aber hier diese Kisten kann man noch mitnehmen. Hier auch alles mögliche eben am Zeug drin. Oh, Carbonpfeile, nett. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Eine kleine Axt, auch na... Ja, okay. Mal sehen, ob ich wieder umdrehen muss. Oder ob es diesmal klappt. Wir werden es rausfinden, gemeinsam. Eine Christbaumkugel. Ja, die gibt es nach wie vor. Aber Weihnachtsmann-Event hat man tatsächlich... Oder hatte keiner mehr. Das heißt, der Weihnachtsmann ist tatsächlich raus. Ich habe in den Einstellungen nichts gemacht, aber ja, zumindest sind die Weihnachtsgeschenke irgendwie raus. Oder die haben was geändert, damit das seltener kommt. Weil es war schon echt häufig. Ich meine, in einem Livestream, gut, Livestream geht 4 Stunden lang, aber 3-mal den Weihnachtsmann gehabt. Ist schon eine Menge gewesen. So, den Metallschrott nehmen wir hier noch mit. Okay, Taschen alle voll. Puppets sind auch wieder alle da. Moin! Da ist gerade einer reingespawnt, wenn man es gesehen hat. So, jetzt geht es dann Richtung Schrottiplatz. Und dann schauen wir da mal, wie es da weiterläuft. Und dann werde ich euch aufklären, wie wir demnächst weitermachen werden. Das war nur ein kleiner Zwischenhalt. Aber wir packen natürlich auch kurz schon mal aus. Wir haben unsere Verkaufskiste, wir haben unsere Behaltenkiste und wir haben eine PP-Kiste. Die PP-Kiste. Da habe ich das Rad reingesteckt zum Beispiel. Das hier ist Verkaufen, Verkaufen. Die ist natürlich... Ja, in die PP-Kiste schmeißen wir mal, das ist eigentlich eine gute Idee, schmeißen wir mal unsere Klamotten zum Beispiel rein. Die wir jetzt nicht brauchen, weil es gerade nicht Nacht ist. In der Nacht können wir die tatsächlich anziehen. Das ist Verkaufen, das ist Behalten. In der Behaltenkiste packen wir jetzt auch mal den ganzen Metallschrott rein. Den Hut haben wir schon, den können wir verkaufen. Sollte man natürlich vorher reparieren, idealerweise. Weil der bringt einfach tatsächlich viel, viel mehr, genauso wie die Masken. Da lohnt sich zumindest auch das Reparieren. Bei jetzt so Kleinkram, weiß ich nicht, müsst ihr mal abwägen. Wollt ihr das Geld mitnehmen, wollt ihr es nicht mitnehmen? Ist euch das wert, das ganze Zeug hier zu reparieren oder nicht zu reparieren? Schraubendreher, Carbonpfeil kann hier mit dazu. Kleinen Pfeilvorrat haben wir auch im Wagen. Aber ja, wir haben ja gelernt, dass ich den auch brauche. So, alle 3 Kisten hier rein. Ja. Auch hier rein. So, sonst verlieren wir gleich wieder unseren Bogen. Und dann bis gleich beim Schrottplatz. So, wir sind gleich da. Ich habe eine kurze Abkürzung genommen. Und zwar hier einfach durchgefahren. Und jetzt sind wir hier unten. Das funktioniert mit dem Rager sehr, sehr gut. Ich bin mittlerweile tatsächlich, also mit Fast Skill, ein bisschen Fast Skill, wir sind nur Könner, macht tatsächlich der Rager sehr viel Sinn.
Wir werden natürlich auch das Gebäude mit looten, einfach weil der Loot wirklich sehr, sehr gut ist. Deswegen werden wir das Gebäude auch mitnehmen. Mal gucken, wie es läuft. Horde. Das war der erste. Okay. Das war ein normaler Brustschuss mit einem Carbonpfeil. Vielleicht kaufe ich doch Carbonpfeile. Aber das dürfte eigentlich keinen Unterschied geben. Zumindest keinen großen. So, wie gesagt, Metallschrott ist erstmal das Hauptziel. Das heißt, wir werden tatsächlich versuchen, so viel Metallschrott wie überhaupt möglich mitzunehmen. Theoretisch müsste hier mein Pfeil stecken. Theoretisch. Wir werden dann auch zwischendrin vielleicht mal den Rucksack wechseln. Ich habe ja noch den Ersatzrucksack auch dabei. Da ist mein Pfeil. Sag mal, hier kommt nichts weg. Das müsste ein neuer Haufen sein. Man sieht meistens, was ein neuer Haufen ist und was ein alter Haufen ist an den Hügeln. Hier vorne beispielsweise, das da müsste auch, also das da, müsste auch ein neuer Haufen sein. Das hier nicht, oder? Okay. Aber für Metallschrott ist das einfach die beste Variante, die ihr habt. Mein, zwei, drei Dinger gelootet, schon hast den Rucksack voll. Das ist der gleiche. Eh leer. Eh leer. Die Dinger hier kannst du normalerweise auch. Den nicht, aber teilweise kann man die auch looten, die Teile. Eigentlich wollte ich das Häuschen looten, weil wir haben da schon mal eine Schrotflinte drin gefunden. Natürlich auch Magazine. Und so weiter und so fort. Auch Handfeuerwaffen können hier drin liegen. Oh. Das lohnt sich. Gut, die Batterie brauchen wir nicht unbedingt. Aber mitnehmen können wir sie mal. Wir müssen uns noch ein Batterieladegerät herstellen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Aber bis jetzt hatten wir auch noch nicht das Problem, dass wir ein Nachtsichtgerät gebraucht haben oder sowas. Wäre für verlassene Bunker, aber so wie momentan die Bunker eingestellt sind, sind sie nicht spielbar. Also nicht wirklich spielbar. Das. Obwohl, wir gehen erstmal rein. Ich habe gerade überlegt, looten wir zuerst aus, mal meinen Rucksack schon relativ. Ja, warte mal. Relativ voll ist. Aber wir gehen trotzdem rein. Mal gucken, wie viel Loot wir da drin sammeln werden. Metallrohr, ne, ja, Nagel, Metallrohr. Kann man mitnehmen. Haben wir aber eigentlich wirklich genug, aber. Wir werden jetzt zumindest im Gebäude in Ruhe gelassen. Achso, hier übrigens auch ein Metallrohr. Irgendwie, das Spiel möchte, dass ich auch meinen Bogen da lasse, oder was? Cannabis schon wieder und Brokkolisamen. Wie passt das denn zusammen? Ich habe Fragen. Ein Diary. Brauchen wir nicht. Yes, Tequila. Oh, der mit 10 Aufladen. Das hat sich zumindest wirklich gelohnt gerade. Der... Hierhin. Haarklammern, ja. Kann man die genug haben. Kann man vor allem immer mal mitnehmen. Nächster Nagel. Musst du das nicht doppelklicken? Doch, doppelklicken geht doch auch, oder? Knoblauchsamen. Ja, warum nicht? Muss man sie schon nicht kaufen, aber. Wenn ich dran denke, nehmen wir den mit. Den muss allerdings in der Hand halten. Aber großer Benzinkanister ist natürlich besser wie ein kleiner Benzinkanister. Den Apfel, der hat 50%, den können wir noch essen. Yes, Schraubendreher. 3 von 3. Hat sich auch schon wieder gelohnt. Hat sich auch schon wieder gelohnt. Das sind meine Taschen mittlerweile recht voll. Skalpell lohnt sich nicht. Sind 10 Dollar. Nee. Es wäre cool, wenn Doppelklick funktionieren würde, dass die Dinger stacken. Du musst halt wirklich ziehen, leider. Rad können wir mitnehmen. Zum Bauen. Haben wir allerdings auch noch relativ viel zu Hause. Also ist es nicht zwingend erforderlich, aber ich meine, wenn wir schon mal da sind. Schachtel mit Nägeln, super. Kiessack. Ja, wir gehen, also wenn wir Kies brauchen, werden wir auch brauchen. Gehen wir allerdings in die Kiesfabrik. Hm, Baseballschläger. Der ist leider, also die Metallvariante ist tatsächlich 300-400 wert. Deswegen nehmen wir den mit. Die Holzvariante hätte ich vielleicht sogar liegen lassen. Die ist nur ein 100er wert. Haben wir gelernt, ist auch 250 wert. Wir gehen nochmal kurz hier rein. Das heißt, wir machen uns kurz leer, Taschen leer, gehen dann nochmal hier hoch. Den Werkzeug-Toolbox immer mitnehmen. Ich meine, für Munitionsherstellung, für die Base-Build, allen drum und dran. Sind die Dinge halt essentiell wichtig. So, verkaufen, behalten. Das ist behalten, das ist verkaufen, behalten, 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 behalten. Ja, abschließen, behalten, behalten, behalten. Kaufen, halten. Ist ein bisschen ungünstig, dass man das halt einzeln reinziehen muss. Theoretisch geht auch so.
Weil das jetzt vielleicht auch die falsche Kiste war, aber wir werden sehen. Am Ende kann man die Metallschrotte wieder rausräumen. Ziel wäre, die ganze Kiste mit dem Metallschrott voll zu kriegen. Ich weiß übrigens, das mal auszuführen, dass es für euch wahrscheinlich relativ langweilig ist. Wir sind jetzt zum, keine Ahnung, zum 5. Mal hier beim Schrottplatz. Allerdings, du findest halt hier wirklich mit Abstand am besten Metallschrott. Und ich will das Spiel diesmal so spielen und so zeigen, dass wir tatsächlich alles mitnehmen, wie es jeder andere auch machen würde. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch könnte ich wieder sagen, okay, ich skippe euch das Ganze raus. Dass wir sagen, ich schneide, war beim Schrottplatz, habe das Zeug geholt, offline. Nein, wir werden alles online machen. Auch den Basebau und so weiter und so fort werden wir online machen. Habe ich mich jetzt auch ganz gut dran gehalten. Wir nehmen hier rein, ja. Und deswegen, ja, diesmal alles mehr oder weniger eben onscreen. Bedeutet halt für euch, wir müssen leider öfters mal zum Schrottplatz. Ist halt das Beste, wo du Metallschrott kriegst. Wir können zwar auch über die Autos looten. Oh, und andere Materialien. Über die Autos können wir auch Metallschrott looten. Ist aber nicht ansatzweise so effizient, wie über den Schrottplatz zu gehen. Wie man auch sieht natürlich. Und deswegen, ja, müssen wir halt öfters mal die gleiche Location looten. Theoretisch würde ich alle Schraubendreher tatsächlich nur in dem Gefängnis versenken. Ist am besten, da kriege ich den besten Loot raus, die besten Waffen raus. Das zeigt einfach die Erfahrung. Aber da werden wir trotzdem die Schraubendreher auch ein bisschen anders dementsprechend verbrauchen. Das heißt, wir werden auch Polizeistationen machen, wenn sie nicht so effizient sind. Wir werden auch nochmal versuchen, Bunker zu machen, wenn ich die ein bisschen einjustiert habe auch. Darum lohnt sich der Scheiß. 40 von 40, 100%. Danke. Geil. 40 Schraubendreheraufladung. Danke. Und genau deswegen lohnt sich das Ganze. Also ich habe es ja gerade erzählt. Wir haben endlich einen 40er Schraubendreher gefunden. Yes, es gibt ihn doch noch. Waren wir da schon drin? Ich glaube ja. Ich glaube, wir sind durch hier oben. Yes, wir haben ihn. 40 von 40 Aufladung. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Richtig, richtig nice. Da haben wir es. Wenn die Puppets hier übrigens despawnen, mein Pfeil müsste theoretisch noch da liegen von dem. Wobei, wenn der drin steckt und mit dem Pfeil despawnen dann nicht. Wenn der Pfeil außen liegt, ist der Pfeil meistens sogar noch da. Von dem Puppet. Oh, verstärkt. Was sagen wir dazu? Einer nur. Ja, genau. Es lohnt sich halt einfach öfters die gleichen Orte zu looten. Wenn ihr das Spiel selber spielt, werdet ihr das definitiv genauso machen. Ich möchte aber trotzdem das Let's Play natürlich so interessant für euch wie möglich gestalten. Und deswegen, ja, werden wir demnächst ein bisschen die Loot-Routen ändern. Wir werden auch mal wieder ein bisschen Dörfer looten gehen. Vor allem werden wir looten gehen, wo wir jetzt noch nicht waren. Hier beispielsweise an der Küste war ich, hier innen war ich noch nie zum Beispiel. Hier oben werden wir nochmal durchlooten. Das wird aber auch sehr speziell und sehr schwer. Dann hier die Küstendörfer werden wir einmal ein bisschen durchlooten. Wir werden tatsächlich auch mal eine Insel besuchen gehen, hier unten. Hier unten werden wir ein bisschen looten. Hier war man zwar jetzt schon öfters, das lohnt sich aber halt wie gesagt auch die Gebiete. Aber ich werde versuchen, ein bisschen mehr wieder Städte auch ein bisschen mit reinzunehmen. Es lohnt sich auch Städte zu looten, auch Häuser und so weiter, für die Klamotten zum Beispiel. Lohnt sich das Ganze. Klar, es sind jetzt nicht die mega high loot spots, wo du viel Geld mitmachen kannst. Da sind wir jetzt gerade eher unterwegs, wo du wirklich Kohle machen kannst auch. Oh, Generator. Okay, wir müssen erstmal den Benzinkanister wegbringen. Du findest halt in diesen POIs, wo wir uns bis jetzt befunden haben, den besten Loot. Deswegen gehen wir da auch hin. Aber wir werden auch mal ein bisschen andere POIs natürlich wieder looten gehen. Den würde ich gerne da runterpacken irgendwo. Der Rage hat Gott sei Dank wirklich sehr, sehr viel Platz. Weil wir packen den mal. Der ist sogar noch in der Haltbarkeit. Sehr, sehr nice. So, Schloss können wir hier direkt anbringen. Behalten, 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 behalten. So, damit ist er safe. Und kann uns erstmal keiner mehr nehmen. Behalten, behalten, behalten. Das Ding ist theoretisch verkaufen. Damit haben wir wieder Platz. Ein großer Generator wäre noch cool, wenn wir finden würden. Aber das kommt dann alles mit der Zeit noch. Wie gesagt, wir werden in dem Let's Play noch eine ganze Weile verbringen. Definitiv. Gemeinsam. Und wir werden noch sehr viel bauen können, machen können, tun können. Oh, nice. Medizinischer Loot hast du ja auch ganz gut, wie man sieht. Und ja. Lasst uns einfach Spaß in diesem Let's Play haben. Ich versuche das so angenehm wie möglich für euch natürlich zu gestalten. Kleine Spaten. Wenn der 250 wert wäre, wäre cool. Weil der natürlich weniger Platz wegnimmt. Aber ich glaube, der ist weniger wert. Ich glaube, ein Huni. Reifenreparaturkit ist leider nicht mal was wert. Wie wir wissen. So, das Ding hier. Draht können wir mitnehmen. Generator ist leider relativ im Arsch. Man kann ihn reparieren. Aber ja, lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Du findest genug von den Dingern. Den Baseballschläger, gut, weil wir gerade Platz haben, können wir den mitnehmen. Da waren wir jetzt schon dran.
um mal zu zeigen, was es wert ist. Oder vielleicht haben sich die Preise geändert. Nehmen wir jetzt tatsächlich das erste Fernklassen mit, nachdem wir schon 3000 von den Dingern gefunden haben. 200 ist sicher. Oh, ein Car Repair. Car Repair zeigt tatsächlich jetzt relativ viele verbraucht im... Yeah, allmächtiger. Wir haben 45 Aufladungen definitiv an Schraubendrehern mitgenommen bis jetzt hier. Ah, Dünger würde ich gerne mitnehmen. Wir müssen umdisponieren. Scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Den Dünger nehmen wir mit, weil wir gerade natürlich auch Dinge anbauen. Deswegen lohnt sich's. Aber 45 Schraubendreher durch einen Run hier bekommen. Gut, ist natürlich Glück mit dem 40er gewesen, aber hey. Schon sehr, sehr nice. So, jetzt gucken wir mal. Klamottenmäßig. Die Handschuhe können wir liegen lassen. So Billigzeug können wir tatsächlich einfach eigentlich ignorieren. Theoretisch sind wir mit unserem Loot tatsächlich durch, was wir so brauchen. Also wir haben im Grunde schon Endgame-Loot. Uns fehlt noch Waffen, verschiedene und so weiter. Ich würde gerne, wie gesagt, alle Waffen diesmal finden. Notfalls auch dann den Rest kaufen. Also so eine M82 beispielsweise. Ein Raketenwerfer oder sowas in der Richtung. Ist halt wirklich mega schwer zu finden. Deswegen wäre es sogar eine Option, das Ding notfalls dann zu kaufen. Aber idealerweise natürlich erstmal suchen. Wenn es gar nicht funktioniert, dann am Ende das Ding kaufen. Aber mal gucken. Aber bis jetzt auch der Loot hier wieder, ich meine, Premium, würde ich sagen. Gut, keine Waffen, aber sonst Premium-Loot. Und für anderen Waffen-Loot, wie gesagt, es ist halt Gefängnis. Gut, U-Boot könnte man gehen, ist aber tatsächlich weitaus gefährlicher. Weitaus gefährlicher wie das Gefängnis. Aber theoretisch natürlich auch machbar. So, das hier behalten. Da haben wir, glaube ich, das eine. Das Ding können wir eigentlich verkaufen. Das Ding packst du erstmal damit rein. Das ist behalten. Dann haben wir das Ding ist verkaufen. Einfach mal zum Checken, wie viel das Ding wert ist. Das Car Repair Kit nehmen wir erstmal so rein. Dann müsste das an der richtigen Position. Ja, okay, ist eh noch Platz. An der richtigen Position packen. So, dann geht es jetzt weiter mit Metallschrott. Da drüben. Können wir erstmal weiter looten. Wir haben auch, obwohl hinten haben wir noch die Hallen, den ein bisschen militärischen Loot, den können wir noch mitnehmen. Im Moment ist hier relativ pappenmäßig auch wenig los. Und natürlich hier außen sind auch noch die Loot-Container. Ja, guck mal hier. Achso, Feuerzeuge. Kann man hier übrigens mitnehmen. Ich habe jetzt mittlerweile Fackeln in meiner Base. Und ich habe es mal mit den Fackeln nice getestet. Wenn ihr keine Schraubendreher habt, dann könnt ihr übrigens immer Brecheis nehmen. Das ist eine Alternative. Zerstört ein bisschen die Items, die ihr damit rausholt. Aber besser ein zerstörtes Item wie gar kein Item, sage ich immer. Und deswegen, ja, wenn ihr keine Schraubendreher findet, dann nehmt tatsächlich einfach ein Brecheisen. Das tut's genauso. Echt wenig Puppet-Verkehr hier. Das ist nicht unbedingt eine Beschwerde, aber ist ein Fakt. Okay, den Rest können wir liegen lassen. Die Autos müssen wir jetzt auch nicht machen. Wir werden noch genug Metallschrott hier mitnehmen. Aber hier... Jetzt bin ich umzingelt. Hinter mir, also links von mir, jetzt links gerade von mir ist auch noch einer. Ich muss sie lauter drehen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe gerade blind in den Busch geschossen. Beim Treffer habe ich gemerkt, da steht was. Dann habe ich nochmal reingeschossen. Aber der erste Schuss ging blind. Aber... deswegen schieße die Billigpfeile, die sind mir scheißegal, wenn ich die verliere. OMP-Magazin. OMP fehlt uns noch. Vanni hat mir übrigens die Dings überlassen. Lockmagazin und Brille, cool. Vanni hat mir die MP5 gesilenced überlassen. Dafür hat sie eine M16 noch von mir bekommen. Davon haben wir links alle Dinger, weil wir auch, ich glaube, 6 Stück hatten wir insgesamt von den Dingern. Massenweise Blockmagazin. Das ist ganz geil, weil wir gerade Block natürlich auch schießen. Aber ja, wir besitzen jetzt eine gesilenced MP5 auch nochmal. Mit der wir auch noch Spaß haben werden. Bin ein bisschen schnell unterwegs, ehrlich gesagt, gerade. Ist nicht optimal, aber wird schon gut gehen. Faden lohnt sich. Pfannen, ja, kann man mitnehmen, aber wir haben noch welche zu Hause liegen. Wenn ich da mal wieder Not am Mann habe, dann Knoblauch können wir es natürlich wieder mitnehmen. Aber der Bedarf ist nicht da. Wir schauen auf jeden Fall bei den Autoteilen vorbei, weil ich gelernt habe, auch ich lerne neue Dinge, dass sich das wirklich lohnt.
Haben wir den hier schon? Ja. Du bist ein neuer Haufen, oder? Ja. Sehr hübsch. So, dann gehen wir erstmal zum Auto, bringen unser Loot gleich wieder weg. Der ist nicht lootbar, leider. Ah, den hatten wir schon. Und ja, wir gucken mal bei den Autoteilen. Wenn wir Rager-Teile finden, wir können die ja hochreparieren. Wir haben mehr als genug Car-Repair-Kits zum Beispiel. Da ist irgendwo einer. Ich wollte eigentlich versuchen, gerade durch das Löchchen im Zaun zu klettern. Können wir gleich nochmal probieren. Da ist zumindest auch ein Loch. Durch die großen kommst du durch. Ich weiß nicht, ob du durch die kleinen durchkommst. Wäre mal interessant zu wissen, wenn da ein Puppet gerade steht. Ah, es hat sich auch so angehört, wenn hinter dem Zaun noch einer wäre. Müssen wir ein bisschen Vorsicht walten lassen. Die verkaufen die PP-Box. Und die behalten Box. Behalten. Klar, Magazine sowieso erstmal behalten. Wenn wir dann später irgendwann wirklich mehr als genug von den Dingern haben, können wir die Dinger auch wieder verkaufen. Gerade MP5-Magazine findest du echt häufig. Allerdings haben wir jetzt auch eine MP5, die werden wir auch mal ausprobieren. Ich möchte natürlich auch mal alle Waffen durchprobiert haben. Alle Waffen mal geschossen haben. Deswegen, da haben wir ein bisschen was vor. Gut, den Lumpen hätte man sich jetzt schenken können. Aber bis jetzt läuft es sehr, sehr nice. Auch was den Loot angeht, was den Metallschrott angeht. Gut, den findest du immer. Der ist garantiert. Aber was den Loot angeht zumindest, ist schon mal ganz nett. Das war wieder der gespawnte, getriggerte. Doppelklick will auch nicht immer. Da müsst ihr vorsichtig sein, gerade wenn was Wichtiges ist. So, dann geht's nach oben. Ich laufe ungern übrigens über den... Ja, genau deswegen laufe ich ungern über den Metallschrott. Da spawne ich mal auch gerne ein Puppet in den Metallschrott unter anderem, den ihr nicht seht und euch durch den Metallschrott auch hitten kann. Deswegen mit sehr viel Vorsicht zu genießen das Ganze. Deswegen am besten außenrum rennen. Idealerweise rennt ihr auch nicht, aber... Ach, wir gucken mal. Wenn eine Horde kommt, wisst ihr Bescheid, oder? Ich meine, hier oben sind wir safe. Wir haben genug Pfeile dabei, um die zu bekämpfen. Das sollte hoffentlich reichen. Den hat man schon. Den haben wir auch schon. Das hier müsste ein neuer sein, oder? Ja. Und wir brauchen halt den Metallschrott für die Base, um weiter das Dach muss so ausgebaut werden, unter anderem. Was müssen wir noch ausbauen? Das Dach. Dann brauchen wir noch, ja, den Zaun vor allem. Das verschlingt auch nochmal ordentlich viel. Und gut, für die Munitionsherstellung. Da geht tatsächlich auch einiges drauf. Du brauchst einmal Metallschrott für 5 Kugeln. Geil, ich hab's. 85%. C1 und 2. Die hat mich mit ein. Ne, 2. Okay, ich habe 2 jetzt gefressen. Aber die hat mich 3-mal getroffen mit 2 Hits insgesamt. Danke. Und sie hat mich gehittet, obwohl ich zurückgeschlagen habe. Mittlere Maustaste ist euer Freund, gerade wenn ihr einen Bogen habt. Ich hätte jetzt nämlich sonst auf. Gut, Schwert habe ich gerade nicht dabei. Aufs Bushman wechseln müssen. Ich habe sie Gott sei Dank noch gehört hinter mir. Hier ist... Ah, eine Drohne. Eine Drohne. Ja, ja. Gib ruhig rum. Die Bolzen und so weiter. Machen wir uns jetzt einmal die Taschen noch voll. Danach geht's zum Auto. Dann fahren wir eins höher und gucken nach Autoteilen. Aber wir ziehen uns jetzt einmal noch den kompletten Rucksack voll. Vor allem mit dem Metallschrott hier drüben. Ja, auch wieder sehr, sehr ungünstig, wenn du halt im Wald lootest oder im Gebüsch lootest. Jetzt sind wir voll. Ist es sehr, sehr scheiße, weil die Puppets, ja, da haben wir es gerade gesehen, da oben beispielsweise rumrennen, überall anders rumrennen. Nur weil ich jetzt hinter mir aufgeräumt habe, wisst ihr ja Bescheid, sind trotzdem wahrscheinlich Puppets da. Können wir eigentlich über den Zaun klettern? Nope. Können durch die Löcher. Ungünstig, wenn du hinter dem Zaun einen triggerst. Es kann sein, dass du alle Pfeile, das hatte ich auch schon, die Pfeile in diesen Maschendrahtzaun reinjagst, dass sie nicht durchfliegen. Ist so ein bisschen Glücksspiel, ob die durchfliegen oder nicht durchfliegen, die Teile. So, die können wir schon mal einladen, das können wir schon mal einladen.
So, dann wieder einzelne Metallschrott rüberziehen. Aber wir haben jetzt ordentlich viel schon mal eingepackt. Jetzt gucken wir auf jeden Fall die Autoteile durch. Da werden wir noch ein bisschen was an Metallschrott kriegen. Ich würde noch einen kompletten Rucksack vollziehen wollen. Damit wir den gleich bauen können, dann auch notfalls. Und dann haben wir einmal den kompletten Schrottplatz praktisch leer gelootet. Aber ja, allein den Loot, den wir rausgezogen haben, halt die Schraubendreher. Göttlichst. Damit könnte man in den verlassenen Munga gehen. Aber ich habe Panik, dass sie genauso beschissen sind wie die normalen. Und ja, wir sind jetzt gerade erst wieder, wir sind jetzt bei 155 Ruhmpunkten wieder. Ich kann mir wieder Magazine und alles kaufen, das ist ganz nice. Ich werde noch ein bisschen mehr Munition erstellen, wir haben noch ein paar Bleiplatten, hatten wir noch. Ich werde mein Geld auch für Bleiplatten momentan rausschmeißen, Munition craften. Ich meine, mit Munition craften, wir haben keinen Verlust dadurch. Wir brauchen die Munition so oder so, ohne die werden wir nicht weit kommen. Und das Problem wird sein, die werden mir näher rennen, das heißt, ich muss oben parken erstmal. Hier kann ich nicht parken, sonst kommen sie gleich alle. Hier sind allerdings die Autoteile. Wir fahren jetzt aber erstmal nach oben, weil da keine Puppets sind. Wir werden dann in die Mitte fahren. Und wir parken jetzt aber erstmal hier am Eck. Und werden hier schnell mal Metallschrott mitnehmen. Das bedeutet auch... Wo ist mein Rucksack? Da ist mein anderer Wanderrucksack. Der ist leer. Den können wir nämlich einmal jetzt komplett schön vollziehen. Mit Metallschrott. Dann einfach ins Auto packen. Und das war's. Und den können wir auch direkt dann zum Bauen verwenden. Was natürlich auch nochmal einen Vorteil gibt. So, das hier müsste ein neuer Haufen sein. Nee, ist ein Haufen. Was? Großer Haufen. Schön ist, dass wenigstens hier Doppelklick funktioniert. Also wenn man das einzeln ziehen müsste... Boah. Weil wir brauchen halt eine gewisse Menge von dem Zeug. Und Gott sei Dank lässt sich das wenigstens Doppelklick. Immer noch der gleiche Haufen. Das ist aber ein neuer Haufen. Das ist ein neuer Haufen. Da. Das da könnte auch ein neuer Haufen sein. Das hier. Nope. So, Puppet ausziehen. Reifen. Reifen brauchen wir eigentlich nicht. Würde Reifen. War jetzt ein Headshot, ist aber egal gewesen, war ein dünner Puppet. Was wir nicht brauchen, sind tatsächlich Reifen. Ja, das können wir nochmal mitnehmen. Das ist eine eigene Reihe. Feuerzeug mit drei Aufladungen und die Streichhölzer lohnt sich nicht. Bevorzuge übrigens das Feuerzeug anstelle von den Streichhölzern. Macht an und für sich keinen Unterschied. Im Laufen den zu erwischen ist echt schwierig. Unter anderem, weil auch der Puppet teilweise eben Desync hat. Ich habe jetzt daneben geschossen, daran lag es jetzt nicht am Desync, aber ist tatsächlich so, dass ihr teilweise die Puppets nicht trefft, weil Desync vorhanden ist. Wenn ihr im Einzelspieler spielt, habt ihr übrigens kein Desync. Freut euch und frohlocket. Ihr werdet die Puppets immer treffen oder ihr schießt tatsächlich daneben. So, wir nehmen einmal den Rucksack, ist voll. Wir nehmen einmal einen neuen Rucksack mit. Sind wir wieder bei 15 Minuten die Folge grob am Ende, aber ich meine, es hat sich ja gelohnt. So, Rucksack wieder auf. Herzlichen Dank. Die Autoteile, wir fahren einmal in die Mitte. Einfach, weil es sich da mehr lohnt, dann haben wir einen weniger Laufweg. Metallschrott würde mir jetzt erstmal reichen. Wir werden damit wieder eine ganze Weile bauen können. Wir werden zwar nochmal zum Schrottplatz müssen in dieser Staffel, aber ich meine, es lohnt sich ja auch. Und es ist Action geboten, es sind einige Puppets hier. Es ist relativ unübersichtlich vom Gebiet her, was das Ganze auch spannend macht, glaube ich, für euch. Spannend auch für mich, denn, sind wir mal ehrlich, ihr wollt das Let's Play sehen und ihr wollt mich vor allem auch leiden sehen, natürlich. Was ich auch verstehe und idealerweise auch sterben. Ich werde euch aber den Gefallen nicht tun, ich werde sehr wenig sterben. Bis jetzt dreimal, wobei zweimal eben war ungünstig, hier liegt Munition, nice. Oh, und Schloss. Der zweite Tod war völlig unnötig, der erste im Bunker, okay, ich habe schon irgendwie damit gerechnet, dass wir da drauf gehen. Wir haben unser Zeug zumindest alles behalten können. Ich habe ja meine MK18 immer noch und allen drum und dran. Also wir haben jetzt keinen großen Verlust erlitten, außer die Ruhmpunkte. Das haben die hier gefeiert. Holle Waldfee. Aber ja, unnötig war es dann
war zumindest der zweite Tod tatsächlich sehr wegen dem Mech. Das hätte man schaffen können, ich hätte nur selber abwarten müssen, bis der Mech da... Kein Vorwurf an Alejanders war. Wirklich kein Vorwurf. Aber ich glaube, die kriegen wir nur bis zu 50% repariert. Ich glaube, das wird das Problem sein. Wenn wir die hoch repariert kriegen, wäre es halt ein Tausender. So, Autoteile. Schießpulver, das finden wir natürlich auch dauernd. Das ist auch sehr, sehr nahe. Du hörst, also, ich hab's halt gehört, wo sie neben mir stand. Leider. Ich habe vorher gehört. Problem ist halt wirklich, wenn du so hörst, wenn sie neben dir stehen. Dann hitten sie dich. Keine Panik schieben. Ich werde auch jedes Mal... Mein Pfeil! Ja, so verlierst du auch ab und zu mal Pfeile. Keine Panik schieben. Wie gesagt, mittlere Maustaste ist euer wirklich sehr, sehr... Ah! Und? Na gut, kriegen wir den... Das würde sich lohnen. Aber ich glaube 50%, oder? Nee, oh. Dafür brauchen wir übrigens Repair Kit. Um das Ding hoch zu reparieren. Eine Rager Truck. Die haben wir schon. Die Frage ist, ob wir es trotzdem mitnehmen. Ist das eine C2-Blutung? Nee, übrigens. Ihr müsst übrigens aufpassen. Die Wabbits können euch mit einem Hit eine C2 verursachen. Also wir hatten das schon ein paar Mal. Die Traktor wäre interessant, aber... Wobei, bringt die so... Bringt die ein Tausender? Bring den Tausender? So wie. Und wie groß ist die, wenn ich die ins Fahrzeug packe? Hä? Ich habe. Hallo? Gut, dann halt nicht. Keine Ahnung. Bug oder was auch immer. Sehr seltsam auf jeden Fall, aber okay. Dann halt nicht. Dann lassen wir's. Da war nur Metallschrott drin. Das ist ein neuer Block. Teilschrott. Seid ihr einzeln? Ne, das ist auch wieder eine ganze Reihe als Block. Wenn ich über Block sage, übrigens meine ich so einen Loot-Block. Also, was ist... Oder so eine Loot-Area. Leica-Stoßstange. Wolfswagen-Stoßstange. Leica-Stoßstange. Also Kohle. Stoßstangen. Für, zumindest vom Leica und so weiter. Weiß ich nicht. Vom Rager haben wir ja gelernt, das Ding ist 2000 wert. Da lohnt sich's, aber hier nicht. Und mit Loot-Block, wie gesagt, das ist halt immer so eine gewisse Area, die du praktisch lootest. Meistens sind diese Areas, die stecken halt, das Ding halt, also das ist eine gewisse Grafik und diese Grafik verdoppeln sie dann einfach. Und du musst halt raten, wo diese Grafik neu anfängt, weil du da dann neu looten kannst, weil es eben ein neuer Block ist, den du looten kannst. Aber das musst du ein bisschen raten, leider, wo das eben anfängt, weil das alles ja gleich aussieht. Ab und zu siehst du es mal, aber eher selten. Schießwolf findest du ja ganz gut. Seat Front Right. Wolfwagen, Wolfswagen, Leica, Stoßstange und eine Leica-Stoßstange. Ja, das jetzt auch beispielsweise sieht genau gleich aus, ist aber wieder ein neuer Block. Leica-Stoßstange, Leica-Stoßstange. Gut, hier sieht man es, dass es neu ist. Oder es... Okay, und nur, das ist der zweite gelbe Schraubendreher, bei dem wir den Haufen hier finden. Gut, nur 12 Aufladungen, aber 12 Aufladungen sind 12 Aufladungen. Wir haben in einer Folge... Wir haben in einer Folge gerade zwei gelbe Schraubendreher gefunden. In einer einzigen Folge. Cool. Sehr cool. Hab dich. Die hab ich aber getriggert. Die war nicht auf mich getriggert, sondern die hab ich getriggert. Nadel können wir erstmal wieder mitnehmen. Ist kein Problem, Nadeln zu organisieren. Man kann sie aus Knochen sich auch Nadeln basteln. Aber das ist der gleiche Block. Aber nett ist es trotzdem, wenn man welche auf Vorrat hat. Hier da unten können wir noch einmal looten. Ja, also Schießpulver für neue Munition. Bleiplatten, relativ wenig Bleiplatten gefunden tatsächlich. Könnte man hier auch sehr viele vermuten. Aber hier tatsächlich recht wenig. Aber wir nehmen alles mit. Wie gesagt, 10 Kugeln, ein Ruhmpunkt. Ist momentan, wie ich finde, die beste Möglichkeit, um Ruhmpunkte zu generieren. Der hat noch 4 Auflagen, das ist völlig okay.
Die Items, die wir halt hier rausziehen jetzt, aus den Autos sind halt alle beschädigt. Genauso wie eben der gelbe Schraubendreher leider auch. Dadurch, dass das so sehr beschädigt ist, hat er auch weniger Aufladung. Ist alles legitim. Wäre aber trotzdem cool, wenn da mehr Aufladung da wären. Ist leider halt nicht so. Aber wäre cool. Aber hey, zwei gelbe Schraubendreher in einer Folge. Oh, hier liegt Schrotmuni. Ist doch ganz nett. Mag's dann so, brauchen wir nicht. Das Ding können wir auch durchsuchen. Nochmal eine Maske. Die können wir hochreparieren. Auch wieder zu 100%. Und du kannst ja das Zeug bis zu 100% hochreparieren. Interessant. Ah ne, mein Näse ist leer. Ich habe aber jetzt nicht genug dabei, um eins herzustellen, oder? Nee, wir haben zwar... Ja, reicht nicht. Okay, kann auch sein, dass er bei 50% jetzt zum Schluss gemacht hat, weil mein Näse leer ist. Kann aber auch sein, dass die nicht zu 100% reparierbar ist. Das würde ich gerne testen. Weil das ist interessant tatsächlich. Wenn du nicht alle Materialien wieder zu 100% reparieren kannst. Und wir haben einen Faden gelootet vorhin. Den habe ich in meiner Behaltkiste. Die PP-Kiste. Das würde ich gerne testen. Wo ist der Faden hin? Ja. Das testen wir jetzt mal, ob wir die zu 100% reparieren können. Aber hey, wir haben 60 Aufladung Schraubendreher grob gefunden. In dem Dreh. Also der Ausflug hat sich richtig gelohnt. Und die Folge geht auch, wie gesagt, schon wieder 15 Minuten, aber... Nee. 50 ist Schluss. Also die ja nur zu 50% reparierbar, die zu 100% reparierbar. Okay. Seltsam, aber ist okay. Ich würde sagen, einpacken. Ich fahre jetzt dann nach Hause. Wir sehen uns dann zu Hause wieder. In der nächsten Folge wird dann ein bisschen gebaut. Ein bisschen Zaun aufgewertet auf jeden Fall. Es war sehr lukrativ, hier wieder entlang zu büßen. Wir fahren oder hier durch den Wald. Ich zeige noch mal ganz kurz, wie man hier durch den Wald fährt. Ich hoffe, ich finde es wieder. Ist eine coole Abkürzung, weil du dann einfach hier quer rüberfahren kannst. Zumindest in dem Dorf halt, wo wir sind. Und mit dem Ranger Offroad fahren ist sehr, sehr nice. Gerne mal an der Stelle ein Gefällt mir da lassen. Gerne natürlich abonnieren, falls noch nicht geschehen. Dann verpasst ihr auch keine Livestreams mehr und keine Scam-Folge mehr. Wenn ihr das denn möchtet. Und sonst, ich freue mich auch über jeden Kommentar, über jedes Like, das ihr da lasst. Es hilft. Oh, den Hochstand nehmen wir noch mit. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die fleißigen Kommentare, die fleißigen Views mittlerweile auf Scam. Vielen, vielen Dank dafür. Es geht zwar momentan wieder ein bisschen zurück, weil Weihnachten vorbei ist, aber trotzdem vielen, vielen Dank dafür. Ich mache das sehr, sehr gerne für euch und wie gesagt, ich freue mich über jeden Kommentar. Ich lese sie auch alle. Ich komme immer mal intervallmäßig zum Kommentar beantworten. Wenn das nicht gleich der Fall ist, stört euch nicht dran. Die nehmen wir mit, war aber jetzt nur eine Kerze. Aber ich lese auf jeden Fall alle Kommentare sofort, antworten, kommen immer ein bisschen später, in der Wahlmäßig, aber gerne trotzdem was da lassen, wenn ihr möchtet. Und ja, sonst gerne mal im Livestream vorbeischauen, immer freitags 20 Uhr Scam im Moment. Das wird auch erstmal so eine ganze Weile bleiben. So, jetzt können wir hier nämlich querfeld einfahren. Hier schön über die Lichtung. Keinerlei Steine, nichts im Weg. Mit dem Ranger kannst du gut Offroad fahren, tatsächlich nicht ganz so geil wie mit dem Dirtbike, aber ansatzweise. Und daher haben wir eine schöne Abkürzung genommen. Ich muss ein bisschen meine Bodenwellen aufpassen, wie man sieht. Und ja, dann sehen wir uns zu Hause bei mir in der Base wieder in der nächsten Folge. Natürlich dann auch wieder looten und dann machen wir das Ganze, wie gesagt, mit den Dörfern mal. Wir werden wieder ein bisschen Dörfer looten gehen und so weiter und so fort. Und ja, werden auch mal versuchen, ein bisschen wieder zu jagen. Wir brauchen ein bisschen Fleisch. Beim Händler müssen wir natürlich unser Zeug auch irgendwann wieder verkaufen, Tankstellen ausräumen. Und den ein oder anderen richtig großen PUI werden wir auch noch mitnehmen. Gerade sowas wie Zementfabrik und so weiter können wir dann nochmal mitnehmen. Ziegelfabrik müssen wir auch nochmal looten, da waren wir ja gerade, aber da gehen wir dann auch mal in die Gebäude selbst rein, das lohnt sich auch. Aber vielen Dank fürs Zusehen, schau mal's gut, bis zum nächsten Mal bei Scam. Das war die längste Abmod, die ich glaube ich jemals hatte, wobei ich bin meistens so lange unterwegs. Tschüss!